Achtung, gleich. Bitte, ich mag keine Überraschungen. Sammy, ich bin sicher, die hier magst du. Was? Los, Kittys. Ich hab die so vermischt. Wann haben wir zuletzt ein Unboxing davon gemacht? Oh, das ist echt lange her. Dieses Mal habe ich die Mice Mania Serie dabei. Die Verpackungen sehen aus wie Milchpackungen. Ich glaube, weil Mädchen Milch mögen. Stimmt, Sammy. Und Schlagsahne lieben sie auch. Deshalb haben wir hier auch 2 Flaschen Schlagsahne. Wollen wir damit anfangen? Übrigens, in dieser Serie gibt es Katzen und Mäuse. Wer hätte das gedacht? Ich hoffe, die können Freunde werden. Okay, lasst uns anfangen. So rum. Hey, erinnert ihr euch an unser letztes Unboxing der Lost Kitties? Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, könnt ihr das Video auf unserem Kanal finden. Und währenddessen habe ich Lehm gefunden. Holen wir es aus der Packung raus. Da ganz weit unten gibt es auch noch ein paar Tütchen. Na komm schon, ich hole euch alle da raus. Geht doch. Ich glaube, ich fange mit den Tütchen an. Okay, lasst uns die erste hier öffnen. Was ist da drin? Oh Leute, erinnert ihr euch an diese Schnuckis? Oh, seht mal, ein total ungewöhnlicher orangener Kater. Er hat sogar Muskeln. Yeah! Okay, was hält diese Tüte hier für unseren Sportsmann bereit? Interessant. Hey, damit kann man sicher Spaß haben. Ein Mikrofon und ein Kreisel. Sollen wir ihn drehen? Woo! Was können Sie uns über Ihre Karriere sagen? Ich bin der Champion! Yup, ohne Zweifel. Wie ihr sicher wisst, sammelt Sam diese Sticker. Schaut mal, wie sich diese Sportkatze im Spiegel bewundert. Übrigens, ich habe euch vergessen zu sagen, dass ich voll auf den Lehm abfahre. Erinnert mich an Schleim. Ihn zu kneten ist so entspannend. Mal sehen, ob hier eine Maus drin ist. Diese Boxen lassen sich sogar wie Milchverpackungen öffnen. Cool. Habt keine Angst davor, sie kaputt zu machen. Okay, mal gucken, was diese Box hier versteckt. Los geht's. Vorsichtig. Tada! Dann buddeln wir mal die Tütchen und Überraschungen raus. Oh, ist gar nicht so leicht, wie ich dachte. Aber ich hab's geschafft. Okay. Hier haben wir unsere 2 ersehnten Tütchen. Susanne, du hast den Sticker übersehen. Ich habe ihn gesehen und dachte, ich sollte auch ein Bad nehmen. Bin gleich zurück. Hab's euch ja gesagt. Sam hat ein Fable für diese Sticker. Na gut, was haben wir hier? Das sind ein Tablet und ein Mikrofon. Holen wir mal die Figur raus. Wer ist das denn? Sieht aber gar nicht nach einem TV-Star aus. Es ist eine Wellness-Katze. Sie hat gerade eine Dusche genommen und macht gleich Tee. So ist gut, Kätzchen. Ich hoffe ja, dass wir hier drin endlich eine Maus finden. Ach, was auch immer. Lasst uns einfach alles rausholen. Es gibt auch eine Anleitung in jeder Box. Dazu kommen wir später. Jetzt reißen wir die Folie ab. Mal sehen, was diese Lehmbox hier für uns hat. Okay. Ich muss mich wohl mehr anstrengen, um den Lehm da rauszubekommen. Hurra! Hab dich! Die Tütchen hier muss ich vom Lehm befreien. So. Und jetzt öffnen wir sie. Irgendeine Idee, wer da drin sein könnte? So eine Figur haben wir hier schon. Die beiden sollte ich nicht an denselben Ort stellen. Du kommst hier hin, Muskelprotz. Und jetzt die Accessoires. Die Tütchen lassen sich echt leicht öffnen. Wow, eine Kamera, um Bilder von Sportveranstaltungen zu knipsen. Und eine Snapchat-Maske. Schießen wir ein Bild für Snapchat. Knips. Cool. Zeit, unsere Fellmiezen im Heft anzukreuzen. Hier haben wir Pampur und Pepe. Beide sehr berühmt. Übrigens, schaut mal, die Anleitung hat ein Käsedesign. Auf der Abbildung vorne sieht man Katzen und Mäuse. Susi, bitte versprich mir, dass wir in dieser Box Mäuse finden. Klar, Sammy, ich verspreche es. Das ist ein Mice Mania Set mit 5 Spielzeugen. Irgendwo müssen diese süßen Mäuse ja sein. Machen wir es auf? Was sagt ihr? Ich bin die Meisterin der Milchpackungen. Übrigens, wusstet ihr, dass es mittlerweile viele leckere Milchalternativen gibt? Okay, los geht's. So viele Sachen. Okay, wir machen das Schritt für Schritt. Hier haben wir einen Sticker mit dem Bild einer Maus nach einer deftigen Mahlzeit. Das ist für Sam. Guckt euch mal diese käseartige Schachtel an. Ich wette, da drin verstecken sich unsere Mäuse. Lasst uns mal reinschauen. Oh, ich hoffe echt, dass es jetzt eine Maus gibt. Ich habe Sammy ja versprochen, dass wir sie finden werden. Yay, da ist die erste Tüte. Bitte, bitte, lass es eine Maus sein.
Trommelwirbel. Hurra! Wie ich sagte, die Maus hier ist so vollgestopft, dass sie kaum noch einen weiteren Bissen Käse runterkriegt. Na gut, dann mal zur nächsten Tüte. Komm schon! Da ist sie. Erstmal mache ich sie sauber. Okay. Was ist das? Wow, guck mal. Das ist ein Käsecracker, ummantelt von türkiser Glasur. Hier ist dein Dessert, Kumpel. Das ist die letzte Tüte. Welche Maus versteckt sich wohl hier drin? Habt ihr eine Ahnung? Übrigens, die Tüte hier ist größer. Spannend. Oh. Wow, seht mal. Das ist Milch für unsere kleinen Mäuse. Da kann man perfekt die Cookies eintunken. Die nächste Box ist schon auf dem Weg. Der Deckel sieht aus wie ein Schwänzchen. Uff, los geht's. Die Farbe erinnert mich an verschiedene Eiscremesorten. Schokolade, Aprikose und natürlich Vanille. Voila, sieht lecker aus. Ich glaube, ich vertrage was zu essen. Naja, beginnen wir mit der blauen Tüte hier. Geh schon auf. Oh, wer ist da drin? Hey Leute, ich bin Mr. Pink Hat. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mich mögt. Lieber Mr. Cat, Sie sehen fantastisch aus. Bitte erlauben Sie mir, mich neben Sie zu gesellen. Dudi, das schmeckt wie echte Eiscreme. Sammy, das kann man nicht essen. Bäh. Ich mache meinen eigenen Spiel-Eiscreme-Laden auf. Und was ist mit deiner Stickersammlung? Naja, was soll's. Öffnen wir einfach die nächste Tüte, während Sam noch Blödsinn macht. Wow, Leute, das ist eine Hantel. Ich befürchte, die Objekte für unsere Katzen wurden vertauscht. Ich sag's euch, die Hantel gehört zu dem strammen Kerl hier. Eine Box haben wir noch. Die ist größer. Ihr müsst hier am Schwanz ziehen, um sie zu öffnen. Und in den Lehm eintauchen. Okay. Wow, da hatte ich ja Glück, dass ich alle Tüten und Sticker gleichzeitig rausbekommen habe. Ich starte hiermit. Wer ist da drin? Komm schon raus. Wow, piu, piu, piu. Das Fell von der Katze ist nass. Ich glaube, sie wollte gerade ihre Haare föhnen. Wer braucht sein Fell noch geföhnt? Ich frag mich, was in der Tüte hier drin ist. Sieh dich mal dieses kleine süße Handy an. Mit dem Tatzenknopf kann man anrufen. Und, wo bist du denn gelandet? Das sind Pfannkuchen mit Butter und Ahornsirup. Vergiss deine Leckerei nicht. Ich glaube, hierfür brauche ich eine Schere. Perfekt. Raus mit dir. Oh, was für ein fummeliger Kerl. Mit so süßen Bäckchen. Ich liebe solche Kätzchen. Und seht euch diese lila Streifen auf seinem Rücken an. Miau. Wenn ihr fit werden wollt, müsst ihr ihn um Tipps fragen. Ich glaube, ich hatte recht. Die Katze ist wirklich faul. Und die hier föhnt ihr Fell. Als nächstes kommt die Box mit 4 Fächern. Schnell, lasst uns ihr Geheimnis lüften. Was denkt ihr, versteckt sich darin, Leute? Vielleicht haben wir noch eine Chance auf eine andere Maus in dieser kleinen Box. Komm schon raus, Tietchen. Du hast dich gut versteckt, aber wir haben dich. Mann, ich bin voll aufgeregt. Leute, wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen. Es ist eine Wasserpistole. Bei heißem Wetter echt nutzvoll. Nächste Box, bitte. Los geht's. Uff. Etwas sagt mir, dass es dieses Mal nicht einfach wird. Übrigens sieht der Lehm hier aus wie Blaubeereiscreme. Egal, wir öffnen die Tüte. Oh. Nicht so schnell. Wow, guck mal, ein gelber Ghetto-Blaster mit schönen Noten. Wie cool. La 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 la. Dir wird nie langweilig werden. Seid ihr bereit für die dritte Box, Leute? Hoffentlich bleibt der Lehm diesmal nicht stecken. Wir haben's fast. Perfekt. Jetzt nur noch das Tütchen vom Lehm lösen. Großartig. Soll ich aufmachen? Oh, da ist etwas Grünes drin. Ich weiß, es ist eine Rakete. Wir senden unsere Mäuse ins Weltall. Während sie Musik hören, natürlich. Oh Mann, Leute. Ich hoffe echt, wir finden hier noch eine Maus. Was denkt ihr? Wir können ja wetten. Ich vermute, da drin ist eine Astronautenmaus. Okay, finden wir es heraus. Trommelwirbel bitte. Die Tüte will einfach nicht aufgehen.
Das ist keine Maus. Es ist ein Fernseher. Sie senden die erste Mission zum Mond. Echt interessantes Set. Hey Leute, das hier ist meine Lieblingslehmfarbe. Die ist so kitschig und mädchenhaft. Holen wir alles raus. Und widmen uns direkt den Tüten. Du kommst zuerst dran. Hopp! Wow, seht mal, eine neue Katze für unsere Sammlung. Scheint, als würde sie Fallschirmspringen. Guckt euch mal diese grünen Streifen auf ihrem Aprikosenrücken an. Wir nennen dich Peach. Miau! Du bist in guter Gesellschaft, du schläfrige Fallschirmspringerin. Leute, das ist die letzte Tüte aus dieser Box. Ach, nicht schon wieder. Sieht aus wie eine Kakaotasse. Mit einem Marshmallow. Super cool. Das perfekte Getränk nach einem ruhigen Schlaf. Schau mal, ich hab alle angekreuzt. Okay, Fluffington ist hier, Mr. May, Snoozen Susan und Puddles. Großartig. Ich hab's vergessen. Kannst du noch den Mister mit dem Hut ankreuzen? Na klar. Hier ist unser Brilliant Wilbert. Gut, wir haben noch diese zwei Flaschen hier zu öffnen. Die nehme ich zuerst. Seht mal, in der Flasche sind wohl eine Katze und zwei Mäuschen. Wer versteckt sich da unter dem Deckel? Komm schon, lass mal sehen. Hier gibt's kein Lehm, also sind die Tütchen leichter zu öffnen. Alles, was wir tun müssen, ist also nur noch, diese geheimnisvollen Tüten zu öffnen. Hey, wer ist das? Grün wie ein Frosch. Oh, schon wieder eine schläfrige Katze. Warte hier auf uns. Jetzt hole ich die Schlagsahne raus. Da drin verstecken sich Mäuse. Um die Flasche zu befreien, müsst ihr hier an dem Teil mit dem Pfeil ziehen. Ups, da ist was schiefgelaufen. Aber egal. Oh, seht mal, da ist ein Sticker. Lasst uns weiterziehen. Schnell, schnell, schnell. Leute, da ist hier ein ganzes Bild unter der Folie. Da haben wir es. Wow, eine Anleitung gibt's auch. Wow, seht mal diese schönen Zeichnungen. Die Katzen und Mäuse scheinen echte Freunde zu sein. Wie toll. Und sie sind alle von lauter Süßigkeiten umgeben. Gucken wir uns mal die andere Seite an. Oh, es gibt einen Comic mit der Geschichte. Über Mäuse, die auf Kätzchen eingeschlafen sind. Wie süß. Na gut, Zeit, die Schlagsahne rauszudrücken. Übrigens, die Anleitung dazu findet ihr auf der Flasche. Zuerst müssen wir die Schutzfolie loswerden. Dann können wir die Flasche öffnen. Und hier ist die Schutzfolie. Und die Maus hier zeigt auf das versteckte Schloss. Um es zu öffnen, müsst ihr einfach nur den Knopf drücken. Perfekt. Den Boden der Flasche müsst ihr nach rechts drehen. Und dann kommt die Schlagsahne von selbst raus. Ist das nicht cool? Oh, ich kann schon die Tütchen sehen. Okay, wir holen vorsichtig die Tüte raus und befreien die Mäuse. Die sind so klein. Guck mal. Ich kann es kaum erwarten, die kleinen Mäuse kennenzulernen. Hey, wer bist du denn? Oh, du Süßer. Du bist echt knuffig. Man braucht ja eine Lupe, um seine Nase zu sehen. Ich glaube, er schläft. Wir stören ihn lieber nicht. Oh, ist das nicht toll? Vergesst nicht die zweite Tüte. Oh, seht mal. Die Maus ist auch ganz winzig. Sie sieht ein bisschen anders aus als ihr Bruder. Wie süß. Wir sollten ein Schlaflied singen. Was denkt ihr? Susi, guck mal. Psst, Sammy, unsere Haustierchen schlafen. Um einen Schlaf machst du dir nicht so viele Sorgen. Sammy, das stimmt gar nicht. Ich achte immer auf deinen Schlaf. Jetzt, wo wir die Anleitung kennen, können wir die Flasche hier ganz leicht öffnen. Okay, wo fangen wir mit der Tüte hier an? Hier kommt unsere geheimnisvolle Überraschung. Wir suchen nach der gepunkteten Linie. Hier. Und öffnen die Tüte. Hallo du. Wer bist du? Oh, da ist eine Tiki-Katze mit Kopfhörern und einem Schal. Hallo. Okay, Leute. Hier kommt ein Trick. Guck mal, wie leicht man die Folie abziehen kann. Jetzt nur noch die Schutzfolie finden. Und abziehen. Ach, komm schon. Okay, sollte funktionieren. Yay! Vorsichtig den Mechanismus umlegen. Und drehen. So entlang. Noch ein bisschen. Und los geht's. Erinnert mich fast an Erdbeersahne. Okay, kommen wir zu den Tütchen, oder? Ich bin sicher, unsere Mäuse können es kaum erwarten, da rauszukommen. Ich fange mal mit der hier an. Lernen wir unsere neue kleine Maus kennen. Oh, sie ist gelb. Warum bist du so wütend, Mr. Maus? Mit den verschränkten Armen und so. Mach dich mal locker. Hey Leute, das ist die letzte Tüte für heute. Wer versteckt sich wohl hier drin?
Irgendeine Ahnung? Ha, seht mal, es ist dein Zwillingsbruder. Oh, warum bist du denn so traurig, Kleiner? Das kriegen wir schon hin. Mach dir ein paar Freunde, Kumpel. Leute, wollt ihr den Comic auf der Flasche sehen? Ich bin echt neugierig. Dieses Kätzchen nimmt einen Schal und... Oh, schaut mal. Er hat die beiden Mäuse auf seinen Kopfhörern. Echt witzig. Susi, meinst du, wir können die hier auch an die Kopfhörer reinmachen? Hm, mal versuchen. Ich schätze, das kommt hierhin. Die Katze muss sich echt wundern, Mäuse am Kopfhörer zu haben. Die Maus hier muss einen schlechten Tag gehabt haben. Sie ist so traurig. Okay, Zeit, unsere Figuren anzukreuzen. Rare Springs, Snooze und Deuce. Und Mr. Sniffles mit A und Chew. Sam, was hast du mir hier für einen Marker gebracht? Sorry, Susi, die Tinte ist alle. Nimm den hier. Ach, Sammy, gerade noch so. Meine Sammlung der Lost Kitties wächst. Das macht mich super glücklich. Gebt einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Und vergesst nicht, das Video mit euren Freunden zu teilen. Tschüssi. Bis bald.